gute Diät. Trag enge Kleider, Hajo wings halt steht. Badischer Charme, das ist eine Kapazität. Grüß Gott, Lady Gaga, du guckst mal nach. Mach was du willst. Leb für den Tag. Was kommt, das kommt. Du fragst nach Weltstar und ich sag Karlsruhe. Und als Lady, badische Lady, schibberi wappa, oder wimpa, salam via. Gucke sie ruhig richtig hin. Ich sammle die Punkte. Ich merke ganz genau, was ihr jetzt fühlt. Du. Ich kann es spüren. Ja? Alter Schalter, leck mich am Ärmel. Die Frau sieht aus wie Presswurst. Das Kleid ist doch viel zu eng. Gleich das Kleid zu eng. Das muss so sein. Das ist maßgeschneidert. Halt nicht für mich. Gut, ich erzähle euch jetzt noch, wie ich in diese Robe hineinkomme. Auf dem Weihnachtsmarkt. Da gibt's ja die Tannenbaumverpackungsmaschine. Ich reise mit großem Gepäck. So, also so könnte ich jetzt weitermachen, gell, mit dem Punktezählerei da, gell. Aber ich habe jetzt gehört, ich kann auch mal über was Ernstes schwätzen, also über Probleme hier. Wir sind in Comedy, Kabarett, kann man mal... Also gut, sage ich euch, wie es ist. Ich bin verheiratet. Also gut, ein bisschen mehr Mitleid könnt ihr da jetzt schon. Ja, kriegt ihr den Eindruck, ihr denkt, Gott sei Dank ist die Wahnsinnige weg vom Markt. Heiratsmarkt, gell? Hey Leute, ich habe mir das auch völlig anders vorgestellt als junge Frau. Ach Gott, du, ich habe doch genau gewusst, wie mein Prinz da aussieht, weißt? Wie er da auf seinem weißen Gaul Rede kommt. Nackt. Gut, hat nicht solle sein. Weil meiner, der kam ja nicht angeritten, der kam angeflogen auf einem orientalischen Teppich. Jetzt gut unter uns, ich sage euch, wie es ist. Ich habe natürlich viel lieber einen Teppich im Bett, als ein Pferd auf dem Flur stehe. Warum ich jetzt einen Teppich im Bett habe, kann ich euch ganz genau sagen. Weil ich mit einem Türken verheiratet bin, der ist so behaart wie ein Perser. Sie dürfen lachen her, gell? Ja. Ich habe es doch gerade gehört, hat er selber gesagt, da kommt es oben raus irgendwie, ja. Ah, du bist brutal, du, ehrlich, ja. Also der hat jetzt so viel Haar, ja, wenn du bei dem vorne anfängst zu rasieren, bist du ohne Haar gekommen, bist du es oben wieder nachgewachsen. Ich nenne ihn auch immer liebevoll meine kleine Hecke. Aber das macht mir ja eigentlich gar nichts aus mit den Haaren, gell? Also ja, viel schlimmer ist es ja, wenn ich in Deutschland als Deutsche sage, dass ich mit einem Türken verheiratet bin. Kannst du spüren? Da muss ich im gleichen Atemzug hinterher schieben, der ist aber nett. Der schlägt gar nicht. Nee, die ist wirklich ganz gut in... Ist schon ein bisschen anders da in der Türkei, ist ja vieles anders da, gell? Das fängt ja schon bei den Bienen an.
Die produzieren ja nur türkischen Honig. Aber Leute, ich sag's euch, wie es ist, gell? Das mit dem Nachnamen, das hätte ich mir wirklich überlegen müssen. Gell? Ehrlich, ich bin ja völlig naiv da reingekommen. So ein Nachname, also bürgerlich heiße ich anders da wie auf der Bühne, gell? Also jetzt hier Gauga, aber bürgerlich heiße ich ja Cevi Kolu. Ja, den können Sie nicht mehr am Stück sagen, den Namen. Den müssen Sie prostabieren. Ich laufe nur noch rum und sage C-E-V-I-K-K-O-L-L-O. Und am besten tue ich das noch, ziehe ich mir noch eine Burka an und mache per Rauchzeichen das raus. Ja? So, damit mich irgendjemand versteht. Sie verstehen, was ich meine. Ja? Nee. Das habe ich überhaupt nicht geahnt, dass ich mit meinem neuen türkischen Nachnamen innerhalb Deutschlands ausgewandert bin. Ruckzuck hatte ich einen Migrationshintergrund. Ich bin Migrantin auf dem zweiten Lebensweg. Ja, und die ganzen Umschulungsmaßnahmen, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was da alles passiert. Ja, jetzt kommen ja Situationen auf Sie zu, da haben Sie nicht mit gerechnet. Ich war letztens beim Zahnarzt, das ist schon wahre Geschichte. Ja. Der Kieferchirurg kennt mich noch als Gauga, gell, guckt rein, ob das Loch auch wirklich gut zugewachsen ist und sagt zu mir, ah, Sie, Frau Cevi Cokolu, das heilt aber wirklich ganz gut. Was haben Sie denn gemacht? Und ich so, ja, ich habe mit Kamille gespült, guckt er mich mit großen Augen an und sagt, sehen Sie, Sie sind schon eine richtig gute Deutsche geworden. Da muss man sich drauf einstellen. Ja? Das ist einfach so. Ach Gott, Wohnungsbesichtigung mit einem türkischen Nachnamen. Das ist schon Ding der Unmöglichkeit, das mache ich nur noch inkognito. Ich empfehle Ihnen das auch mal. Laufe Sie mal einfach so einen Tag mit dem türkischen Nachnamen durch Deutschland und probiere es sich mal durchzuschlagen. Das ist sozusagen so ein autogenes Günther Wallraff Selbstexperiment. Das fühlt sich ungefähr so an, wie wenn Sie ins tiefste Bayern in den Schützenverein gehen, sich hinstellen und sagen, Grüß Gott, ich bin die Eiche Österbatschi. Da bekommt der Begriff Zielscheibe eine völlig neue Dimension. Naja, also da gibt es auf jeden Fall viele Sachen zu sagen. Ich kann Ihnen sagen, also nicht nur die deutsche Gesellschaft erkennt mich nicht als Deutsche wieder. Meine Familie, du, als ich meiner Mutter damals erzählt habe, dass ich einen Türke heiraten will, Jesus Gottes Gesicht hätte sehen müssen, du, ehrlich so. Kind, habe mal was falsch gemacht. Geht's dir nicht gut? Du, ist der Moslem? Oh Gott, wer nascht das gehört, der ist Moslem, um Jesus Gott, Kind. Oh Gott, ich sehe dich schon eingesperrt in der Küche voll verschleiert Dönerschaben. Weißt du denn nicht, dass die wirklich anders da sind? Also auch ohne rum. Ja, Mama, das habe ich schon rausgekriegt. Die haben auf ihrem Minarett so eine Moscheekuppel oben drauf. Die machen es 5-mal am Tag, hä? Auf dem Teppich. Gut, seit meine Mutter diese Information hat, versucht sie meinen Vater mit allen Mitteln zum Islam zu bekehren. Ja, da ist auf jeden Fall was los bei uns, kann ich Ihnen sagen. Immer freitags waren wir schön bei einer Truff, gell? Und dann ist ja genau nebendran bei uns ist ja der Alibaba-Rap-Schupper. Ja? Und dann gehen wir alles dahin, tanzen Musik und so weiter. Dann komme ich letztens gerade wieder rein, begrüßt mich der Cousin, das ist schon Dennis Özgür. Ja? Kommt auf mich zu, so richtig so, Alexandra, Alexandra, das ist meine These. These heißt Tante. Das ist meine These, die ist Opernsängerin da. Die kann ganz laut singen, ohne Mikrofon und ohne Rhythmus. Gucke ich den an und sage nur so, da, Can Deniz Özgür, wenn du dich da nicht täuschst, Herr Dirigent, Lady Gauga ist ins Haus. Es ändert sich die Mischung des lokalen Kolorit. Die Menschen heißen nicht mehr Müller, Meier oder Schmidt. Du bist in Köln geboren, hast einen Pass, der das beweist. Und dennoch wirst du behandelt nach dem, wie du heißt.
Früher hieß ich Gauga und wurde akzeptiert. Doch gleich nach der Hochzeit, da ist etwas passiert. Kaum hatte ich den Namen Chibi Kolu angenommen, war es so, als wär ich illegal hierher gekommen. Ich bin eine Secondhand-Migrantin und ich weiß nicht, wo ich dran bin. In diesem Land, in diesem Land, yeah. Ich sehe aus wie früher, benehme mich normal. Doch mein neuer Name scheint ein radikales Warnsignal. Als ob der Name den Eindruck erweckt, ich hätte mich beim Sex mit Migration angesteckt. Oft entscheidet der Name, was Herr Müller versteht. Ich sag, guten Tag, Herr Müller. Und er hört, ey Alter, was geht, ey? Schon meine Brüder schmacht sich platt, ey. Ich schwör. Nur weil man einen anderen Namen an der Klingel hat. Ich bin eine Secondhand-Migrantin und ich weiß nicht, wo ich dran bin. In diesem Land, in diesem Land, yeah. Sogar die Beamtin vom Kölner Standesamt, die doch wissen müsste, woher jeder Bürger stammt, reicht mir mit den Worten die Formulare hin. Sie sprechen aber Juddeutsch für eine Ausländerin. Yeah. Ich bin eine Secondhand-Migrantin und ich weiß nicht, wo ich dran bin. In diesem Land, in diesem Land, yeah. Secondhand, Secondhand, Secondhand-Migrantin. Aber weißt, ich habe ja auch so viele Vorurteile. Bei mir ist es ja ganz genauso. Ja? Also hier, wenn Verwandtschaft kommt, sondern der ganze Feiertage, hier, die christlichen meine ich, ja, denke ich immer, um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Ja. Ostern ist gerade vorbei. Weihnachten war doch mein Schwiegermutter das letzte Mal da. Weihnachten, habe ich gedacht, um Gottes Willen, nachher will ich auch noch auf den Weihnachtsmarkt. Da gehe ich ja selber nicht hin, da werde ich selber zum Flüchtling. Ja? Warum? So Weihnachtsmarkt, schau, so 50 Party für Traditionsbewusste. Ich sage, die müssen ganz schön viel saufen, bis sie da was mitnehmen. Ja? Oder ist das so? Denn diese absurde Kälte, wie erklärst du das jemand aus dem Süden? Weißt du, in dieser absurde Kälte geht doch kein Mensch vor die Tür. Die weiß ja auch nicht, dass man da mit Glühwein heizt. Ja? Und dann sehe ich schon im Geist, wie ich mich anstelle in der Weihnachtspolonaise, in der Reihe, immer schön aneinander drücke, schön eng, enger am engsten. Und am besten holst du noch das ganze Fett da von deiner Fressstände dazu, damit du besser vorwärts flitschen kannst. Apropos Fressstände, da gibt es ja Wurst. Wurst, Bockwurst. Sie müssen wissen, Bock heißt auf Türkisch Stuhl. Also nicht der zum drauf sitze. Ja? Jetzt stelle sie sich doch nur das mal vor. Also ich hatte es total vor Auge, meine Schwiegermutter kommt. Wie muss das für die außer hier? Zwangskuscheln in eisiger Kälte, Druckbetankung mit Zuckerdiesel. Am Ende ist es noch eine Scheißwurst. Ja, dann nutzt es auch nichts mehr, wenn du dich vor dich hinstellst und sagst, ah, der Nikolaus kommt aber eigentlich aus der Türkei. Ja, Gott sei Dank hat meine Schwiegermutter mit meinen Vorurteilen ja rein gar nichts zu tun. Ja? Ich sag mir, geh auf den Weihnachtsmarkt, guck die mich an. Kennen Sie diese Kinderaugen? Mit den Kinderaugen strahlt die mich an. Alexandra, auf Weihnachtsmarkt, große Chapas, haben wir große Weihnachtsmarkt in Alanya, weil wir haben so viele deutsche Klimaflüchtlinge. Und den ganzen Dezember höre ich Jingle Bells aus dem Moschee und Muezzin ist so, ist einfach so höflich, kann kein Getränk ablehnen und ist mittags schon so stramm wie seine Minarett. Und Herr Nikolaus verteilt Baklava. Und hier habe ich unsere aktuelle Weihnachtshit mitgebracht. Hadi! Epa!
werden wir noch wach. Süß an die, die Glocken klingen, stille Nacht und heilige Nacht. Alle, alle Jahre wieder in der Weihnachtsbäckerei kommt er auf die Erde nieder, freue dich, oh Christenheit. Oh du fröhliche, oh du selige, Gnaden bringende, die Glöckchen kling, kling, leise rie. Ach, das ist nicht herrlich. Das ist doch einfach mal eine gute Idee, wie man es zusammenführen kann, gell? Ach, das macht mich glücklich. Ja gut, als Frau, gell? Ich lebe ja heutzutage sowieso in der allerglücklichsten Frauengeneration ever. Ich meine jetzt ever. Besser wird's nicht mehr. Heißt. Ja, natürlich. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir uns glücklich selbst verwirklichen können. Als erfolgreiche Karrierefrau, als liebevolle Mutter, als perfekte Hausfrau und als leidenschaftliche Liebhaberin. Natürlich, das machen wir alles zusammen. Multitasking, das haben wir drauf, ist doch klar. Kriegen wir doch auch jeden Tag gezeigt da von dem Blondine-Ding da, weißt, was im Fernsehen rumläuft. Da weißt, die mit ihrem Knorre-Karussell. Oh, die Heidi Klump, wir wissen ja schon wer, gell? Du, also ich hab sie gefressen, du, aber, ja, also, aber mein Mann, der sitzt doch tatsächlich vor dem Fernseher und guckt die an und sagt tatsächlich, oh, die Heidi, also dafür, dass die 4 Kinder auf die Welt gebracht hat, ist die wirklich noch ganz schön sexy. Und eigentlich hat sie auch ein richtig gutes Gehalt. Guck ich den immer so von oben bis unten an und denke, ja, dafür, dass du kein einziges Kind auf die Welt gebracht hast. Hast ein verdammt mickriges Gehalt. Und sexy war für dich wohl genetisch gar nicht vorgesehen. Naja, gut, für die Genetik, da kann man ja auch nichts machen dran. Gell? Ich hab's ja auch. Ja, meine Großmutter, meine Mutter, alle. Ich hab jetzt auch seit neuestem so kleine Orangenplantage. Klitzeklein. Ja, mein Mann, der ist ja berühmt für seinen Humor. Ja? Dann nimmt er mich immer so ganz liebevoll in den Arm, strahlt mich an und sagt, komm mal her, mein Valentinchen-Nektarinchen. Du, ich finde es einfach goldig mittlerweile, gell? Weil die Alternative ist ja einfach, dass er mir zum Hochzeitstag einen Obstschäler schenkt. Obwohl, dann wüsste ich wenigstens, was der kriegen könnte, ja? So ein schöner Eierkocher. Aber Leute, das muss ich ja gar nicht machen, weil ich bin ja als ordentliche Frau die ganze Zeit damit beschäftigt, meine Listen abzuarbeiten. Ja, Liste, 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 Liste und nochmal von vorne Liste, 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 Liste. Kann ich nicht sagen, wenn Sie das ganze Glück verwirklichen wollen, dann müssen Sie ganz schön Gas geben. Ja? Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich bin ja ausgebildete Opernsängerin und habe einen langen Atem. Herr Dirigent, bitteschön.